Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, vielleicht ein paar einschätzende Worte zum Abschluss. Ich finde es immer wieder anmaßend, wie in der Politik, wie im Deutschen Bundestag über die Ursachen unternehmensinterner, ureigener unternehmensinterner Entscheidungen geurteilt wird. Da kommen dann die Gewinne, ja, da heißt es dann, ja, die machen Gewinn und deswegen seien sie nicht berechtigt, Stellen abzubauen oder umzustrukturieren. Reicht denn eine einfache Kennzahl, Herr Schulz, aus, um so ein Urteil zu treffen über ein Weltkonzern? Reicht das aus? Oder an die AfD? Die Energiewende ist schuld. Alles ganz furchtbar. Ja, was denn? Wollen wir technologischen Fortschritt abschaffen? Wollen wir stehen bleiben auf der Stelle? Es geht doch nicht darum, ob ein Ja oder Nein. Es geht doch um die Frage, wie wir eine kluge Politik für die Zukunft machen und wie wir unser Land fit für die Zukunft machen und wie wir die Einschränkungen, die das alles natürlich mitunter auch manchmal mit sich bringt, auch für die Unternehmen, auch für die Beschäftigten, maßvoll umsetzen. Und ich weiß, wenn Sie wollten oder wenn Sie könnten, würden Sie alle Arbeitsplätze per Gesetz schaffen. Aber das können wir nicht. Und das Schlimme ist, dass Sie das den Menschen immer wieder erzählen, dass Sie es ihnen immer wieder glaubhaft machen, dass das in unserer Macht liegt. Das tut es aber nicht, Herr Ernst, das tut es nicht. Meine Damen und Herren, ich stehe heute hier als, auch als Vertreterin für die neuen Bundesländer. Natürlich auch in meiner Heimatregion liegt die Lausitz. Auch wir sind natürlich vom Braunkohleausstieg betroffen. Und ich weiß, dass der Stellenabbau von Siemens natürlich bitter ist für Ostdeutschland und er ist bitter für die Beschäftigten, die in diesem Industriezweig arbeiten. Die Menschen arbeiten gerne für ein Unternehmen wie Siemens, das kann ich gut nachvollziehen. Dort herrschen gute Arbeitsbedingungen, dort gibt es eine Tarifpartnerschaft, es gibt einen Betriebsrat, der sich für die Arbeitnehmerrechte stark macht. Das haben wir in Ostdeutschland nicht so oft. Ja? Und natürlich ist natürlich auch ein Unternehmen wie Siemens, ein Industriekonzern wie Siemens, ein politischer Erfolg für die ostdeutschen Bundesländer gewesen in der Nachwendezeit. Wir haben bis heute relativ wenig Industriearbeitsplätze im Osten. Wir haben, und das können wir, das müssen wir uns leider immer wieder jährlich auch im Bericht zum Stand der deutschen Einheit vortragen lassen, natürlich auch weniger Wertschöpfung in den neuen Bundesländern. Und wir haben eine niedrige Lohnstruktur und. Das haben wir alles nicht. Richtig. Aber deshalb ist es wichtig, eine Politik zu machen, die darauf abzielt, Arbeitsplätze zu erhalten, und zwar indem wir sie maßvoll ausgestalten. Da geht es zum Beispiel um die Braunkohle in der Lausitz. Nicht zu sagen, morgen ist Schluss und das war's, sondern zu überlegen, wie kriegen wir den Strukturwandel hin und wie schaffen wir vor allen Dingen ein realistisches Zeitfenster, das auch im Sinne der neuen Bundesländer ist, auch im Sinne der Betroffenen, der Zulieferindustrie und der Beschäftigten, die wohlgemerkt auch dort arbeiten. Das sind Tausende von Menschen. Meine Damen und Herren, Wirtschaft folgt eben anderen Mechanismen als Politik. Ich habe den Eindruck, das haben Sie manchmal alle nicht so ganz verstanden. Deshalb brauchen wir die richtigen Rahmenbedingungen im internationalen Wettbewerb. Auch das spielt natürlich eine Rolle in diesen unternehmerischen Entscheidungen. Wir brauchen die richtigen Rahmenbedingungen im energiepolitischen Bereich, in Strukturfragen, in Steuerfragen, aber auch natürlich in sozial- und arbeitsmarktpolitischen Fragen. Und es gibt, meine Damen und Herren, und das möchte ich vielleicht auch an die Besucher auf den Besuchertribünen sagen, es gibt keinen endgültigen Schutz vor unternehmensinternen Entscheidungen. Ein Unternehmen ist keine Behörde, wo ich einen politischen Beschluss treffe und sage, heute ziehst du hierhin, morgen ziehst du dorthin um. Das können wir den Menschen so nicht sagen. Aber ich möchte eines schon noch klarstellen. Und da will ich durchaus auch etwas Kritik laut werden lassen in Richtung Siemens. Die Diskussion, die Außendarstellung des Konzerns ist natürlich so auch nicht ganz sauber und auch nicht ganz ehrlich. Der Vorstandsvorsitzende Joe Keser hat kürzlich gesagt in Richtung an alle politischen Parteien, Zitat, es ist die Aufgabe von uns allen, Menschen, die sich zurückgesetzt fühlen, eine Perspektive zu geben. Deswegen wäre mein Votum in die heutige Runde und mein Petitum auch, Ihnen und das Unternehmen, den Konzern, auch daran zu messen. Diese Verantwortung haben die Unternehmen, eben nicht nur die mittelständischen und familiengeführten Betriebe, sondern auch große Konzerne wie Siemens, meine Damen und Herren. Noch drei Worte zum Abschluss, da meine Zeit hier bereits abgelaufen ist. Siemens hat ganz klar gemacht, dass sie ihre Mitarbeiter halten wollen.
Deswegen kommt es natürlich jetzt auf die Vertragspartner an, dass sie ihre Verhandlungen auch klug ausgestalten und Beschäftigten eine berufliche Perspektive geben. Im Konzern Siemens gibt es 3.200 freie Stellen. In Deutschland betreibt das Unternehmen jährlich einen Stellenaufbau von 5.200 Stellen. Und um noch einen letzten Gedanken zu sagen, auch der MINT-Herbstbericht des Wirtschaftsinstituts in Köln hat gesagt, dass wir in Deutschland 469.300 unbesetzte Stellen im MINT-Bereich haben. Meine Damen und Herren, sagen Sie den Leuten nicht immer, dass Stellenabbau das Ende des Lebens bedeutet. Nein, es geht auch weiter. Wir haben Fachkräftemangel. Viele Betriebe suchen Mitarbeiter. Versuchen Sie, den Menschen Hoffnung zu machen und ihnen nicht Märchen zu erzählen. Vielen Dank.